Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode hier von Mafia 2. In der letzten Episode haben wir kurz einen Safe, eine Bank oder Ever geöffnet und müssen jetzt hier natürlich weiter. Wir sind nicht blöd, wir nehmen hier natürlich nicht den direkten Weg, weil wir sonst den Polizisten genau ins Kreuzfeuer laufen würden. Und das ist auch schon ein bisschen behindert. Ich finde es schön, jetzt an Mafia 2 hier, es gibt Schnee, Regen, Sonne, was auch immer. Oh, andere Seite. Okay, gut, mal was anders. Freddy's Bar. Wir betreten den Schuppen mal. Und gehen natürlich wieder nach oben. Und müssen seine Feststellung nur ein Drittel bekommen. Und, wie ist's gelaufen? Leider ziemlich unschön. Konnt's nicht verhindern. Wir hatten eine Abmachung. Weißt du noch? Wenn's Probleme gibt, kriegst du nur ein Drittel der Kohle. Na, dann lass mal sehen. Scheiße. Stimmt was nicht? Das kannst du laut sagen, dass was nicht stimmt. Diese Marken haben nämlich ein Ablaufdatum und das ist zufällig morgen. Und was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass sie dann verdammt nochmal wertlos sind. Aber warte mal. Wenn du sie bis Mitternacht an den Tankstellen abgibst, können die sie abstempeln und einlösen. Also klapperst du jetzt fleißig Tankstellen ab bis Schlag 12, sonst schauen wir in die Röhre. Wenn du sie nicht los wirst, gehst du leer aus. Moment, das war nicht abgemacht. Von dem Ablaufdatum war nie die Rede. Tja, ist eben scheiße gelaufen. Wenn du das über die Bühne bringst, hast du was gut bei mir. Na geh schon. Je mehr Marken du los wirst, desto mehr Kohle gibt's. Okay, müssen wir die Marken hier verteilen an den guten Gästen. Ach, scheiße, haben wir eine Uhr oben. Kacke. Ah, falsche Seite. So. Die Stoppuhr offen, bitte, zeigt, was für Zeit wir ja noch haben. So, dahin haben wir Tankstellen. Hier klappen wir die mal gerade ab. Weil wir müssen ja jede Tankstelle hier. So, wir. Nein, nicht noch ein Taxi! Ich hasse die Taxis. Die gehen wir langsam auf den Senkel hier. Was? Was im Taxi eh? Was? Wie? Wo? Was? Hey, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Klar, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Guten Abend, Sir. Eins von sechs. So, welche ist die nächste? Da drüben. Oder machen wir hier so eine Route? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir gehen zuerst da lang, dann wieder runter und dann. Ja, okay, gut, machen wir halt irgendwie einen Umweg, aber. Wir geben jetzt ein bisschen Gas. Wir müssen eine gute Route einschlagen, um hier wirklich zurechtkommen. Aber die Hecken sind nicht, aber die Bäume sind schon. Na, dann haben wir schon was gelernt in diesem Spiel hier. In diesem Prachtspiel. Fahrerflucht, Verfolgung aufgenommen. Alles klar. Na ja.
Bußgeld, fick dich! Fick dich, du Bußgeld, fick dich! Ficken dich! Raus! Das klang nicht gut. Hey, willst du vielleicht ein paar übrige Benzinmarken? Aber Emma, wo hast denn du die her? Ach, vergiss es, will's gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Ja klar, ich hoffe bloß, ich krieg keinen Ärger deswegen. Keine Angst, halt einfach den Mund. Okay, sind wir hier oben, das heißt, wir gehen mal nach hier. Nee, warte mal. Den ist so zu erreichen, damit wir da hoch. Ach du Kacke, okay, das ist hier lang. Dann vielleicht gehen wir irgendwie so lang rüber und gehen dann wieder hoch und so und runter. Na gut, irgendwie werden wir es schaffen. Haben wir doch gerade eine Marke jetzt hier. Hallo, Wegpunkt. Aha. Wegpunkt setzen und Abmarsch. Und tanken müssten wir irgendwann mal auch. Ansonsten wird dann das Auto dann stehen bleiben. Huch, es raucht ja schon. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ein bisschen Rauch tut jedem gut. Hat man ihn wirklich früher gemeint. Gedacht so. Bisschen Gas, 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 Gas. Da blinken wieder Lichter auf, da müssen wir wieder aufpassen. Das mit dem Schnee ist echt ein paar Probleme hier. Jo, sorry, aber du hast wenigstens den Saldo gemacht. Okay, für das gibt's keine Bußen oder so. So, schnell mal hin. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. So, in die gute alte Karre hier. Und jetzt besuchen wir diese Tankstelle und gehen dann so rüber rum, bis wir dann irgendwann da oben ankommen. Keine Ahnung. Sorry, ich muss hier durch. Die Polizei schätzt sich gar nicht drum, was wir hier veranstalten. Das ist echt geil. Ich lasse ihn lieber aus. So geil es auch ist, ich muss hier leider abkürzen. Denn wir müssen auch rechtzeitig hinkommen. Wir dürfen nicht irgendwie. German Luftwaffe plane surged in early morning to the surprise of Allied forces in France, Belgium and Holland. Weg, Mistvieh. Zum Glück hat das. Hör ich hier Gas? Stört keinen. So, raus aus der Karre bitte. Und dann mal zur Tankwarte. Wo ist denn die? Ja, die ist hier. Hallo, ein paar Marken. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. Tschüss.
Wieder einsteigen. So, wir haben jetzt diese. Da müssen wir aber gleich wieder hoch und dann wieder runter. Oh, scheiße. Piepen denn? Okay, gehen wir mal hier runter. Hey, rückwärts. Vorwärts, vorwärts. Wir wollen niemanden umfahren. Wir müssen aber. Hey, Taxi! Haben wir noch jemanden? Hier unten haben wir keine. Ach scheiße. Na gut, dann nehme ich. Ich meine, wegen Reparatur und so könnten wir ja theoretisch ein paar abklappern. Aber muss ja nicht sein, wenn wir nicht gerade hier sind. Also, das Auto ist noch ziemlich intakt, muss man sagen. Es fährt noch und es hat noch 4 Räder dran. Also, was soll's. So, die, SD-Karte, meine Speicherkarte von der Canon XR20 wurde leider kurz unterbrochen, denn die war voll, weil ich doofdeppe die letzten Aufnahmen nicht gelöscht habe. So kann's gehen, liebe Leute. Aber ich habe noch eine zweite SD-Karte da drinnen, 2 Slots an 32 GB, heißt satte 8 Stunden Aufnahme. In der vollen, nee, war nicht voll, aber 17 MBs. Pro Sekunde, glaube ich, genauso. Ich könnte es dann auf 6 einstellen, aber da wäre. Okay, das Rennen würde dann weniger lang dauern, aber ja, qualitativ nein. Ein Carwash brauchen wir eh nicht. Wir brauchen irgendwas, was wir unsere Autos ein bisschen auf. Hören Sie, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Wenn Sie sie wollen, sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Und kein Wort zu niemandem, verstanden? Versteht sich, Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das will ich hoffen. Können wir noch tanken irgendwie? Bis dann! Ich versuch mal wirklich mit tanken hier. Voll tanken, bitte. Klar doch. $1 kostet das Ding. Wir haben $35 gerade gegeben. Ist ja nix. Alles klar. Ich bin gleich fertig, Chef. Sie können sofort weiterfahren. So, bitte. Danke. Beehren Sie uns wieder. Bitte sehr, danke. Tschüss. So, Tank ist voll, aber. Okay, wenn ich Motor habe und E drücke, dann kann ich ihn reparieren. Hey, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Ja, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Okay, das war der letzte. Zumindest habe ich ein bisschen was verdient. Ich sollte zu Joe zurück.
steigen Sie aus. Das wird was kosten, Sir. Okay, übernehmen. Danke, Officer. Tu dir selbst einen Gefallen und lass das in Zukunft. Mistkerl, wir haben ja gar nichts im Plan. Blöde Cops. Wieso hatten wir uns okay, wir haben uns eigentlich schon die Karre in dem Sinne, naja, Strafzettel haben wir eigentlich ein bisschen gespart, bis wir den ersten hatten. Wir haben schon 3 oder 4 Buszettel theoretisch gehabt, haben ihn aber korrekt abschütteln können, also korrekt einfach nur so abschütteln können, weil wir ja gut sind. Ich meine, wieso muss man so ein geiles Auto haben, wenn man eh so eine Schrottschüssel fahren kann? Wieso, hm? Ich weiß wieder nicht. Ah. Wer diese Karre hier wirklich klauen will, der muss schon ein bisschen Mut haben. So, wir gehen mal rein in die gute Hütte und schauen uns wieder um. Was? Wie? Ah, stimmt. Ging ja so. Jetzt gehen wir zurück zu Joey und dann werden wir sehen, was da so los ist in diesem Haus. Und ich würde sagen, geh mal rein. Rein, hallo? Ah, wir gehen ins Pennen oder was? Jo, dann. Speichern, genau, wenn du mich speichern heißt, Kapitel 4, werden wir in der nächsten Episode bzw. Part sehen. Bis dahin, einen schönen Abend, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, Freunde. Oh Mann. Sieh an, wusste gar nicht, dass Joe schreiben kann. Wir haben wieder einen Job, ein ganz großes Ding. Knarre und Dietrich hier nicht vergessen. In was sind wir hier nur reingestürzt? Ja, wir. Wir sind alleine hier in einem neuen Abenteuer der Superlative. Wir heißen hier und heute im Endscreen bekannt, dass wir Mafia 2 mal wieder irgendwas Scheiße machen. Wir sind zwar auf guter Fahrt, aber wir können noch mehr Zaster einfahren. Und wie wir das machen, wie wir das schaffen und wie wir das können, das, liebe Leute, das seht ihr in der nächsten Episode nach diesem Endscreen im neuen Part von Mafia 2. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, einfach nur weiterschauen, weiterschauen und weiterschauen. Es wird euch sicherlich Spaß machen. Ein oder andere werden es kennen, aber mit Sicherheit ein alter Klassiker auf Hochtouren. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir sehen uns dann an einem Morgenabend oder an einem Mittag. Bis dann. Tschüss.